mit Stock, Säbel, Fächer, Seil, Ninjakos, bloßen Händen oder gar einer Bank. Kaum eine andere Kampfkunst ist so vielfältig wie das chinesische Wushu. Auch bekannt als Kung Fu. Spätestens bei Namen wie Jackie Chan, Jet Li oder Bruce Lee verwandelt sich unser Kopf in ein chinesisches Kampfkunstkino. Leute, habt ihr das gesehen? Das war sozusagen... Kung Fu ist aber auch den Kleineren unter uns ein Begriff. Nicht zuletzt durch Zeichentrickfilme wie zum Beispiel Kung Fu Panda. Eine Kampfkunstschule, die auf eine erfolgreiche Zeit und eine langjährige Erfahrung zurückschauen kann, ist das Wushu-Zentrum Bern in Ostermundigen. Die Schule bietet nebst der Schulung in Kung Fu auch noch andere traditionelle chinesische Kampfkünste an. Das Wushu-Zentrum Bern unterrichtet zurzeit ca. 200 Schüler, von denen auch mehrere regelmäßig an nationalen und internationalen Turnieren teilnehmen. Die Schule wird von Meisterin Yong Mei Wu geleitet. Meisterin Wu wurde nach traditioneller Schulung seit klein auf in China trainiert. 1997 kam sie in die Schweiz und eröffnete das Wushu-Zentrum Bern. Gemeinsam mit Meister Fan unterrichtet sie ihre Schülerinnen und Schüler in Kung Fu, Tai Chi, Qigong und Sanda. Weshalb haben Sie diese Schule eröffnet? Weil ich Wushu liebe und Wushu in mein Leben dazu gehöre. Ich möchte die Leute in der Schweiz Wushu näher bringen. Was ist Wushu? Wushu eigentlich ist ein Dachbegriff über alle chinesische Kampfkünste. Und Kung Fu ist eine Umgangssprache für uns, für chinesische Kampfkunst. Und heutzutage
sagen, Wushu ist ein offizieller Begriff in China über Kampfkünste. Und Kung Fu für die Europäer ist eben aus China ein Kampf. Kung Fu ist also vor allem für Erwachsene angebracht? Nein, sicher nicht. Wir arbeiten sehr viel mit den Kindern. Und das kleinste Kind, das wir zu uns nehmen, ist mit 5. Und dann, wir haben viele Kinder, die zwischen 5 und 16, 18, also 18 nicht mehr Kinder, aber viele Kinder arbeiten hier. Und wir fördern die Kinder auch, ans Turnier zu gehen. Beim Eingangsschild steht, sie bilden ihre Schüler in Tai Chi und Qigong aus. Was ist das? Tai Chi eigentlich ursprünglich gehört auch zu chinesischer Kampfkunst. Früher es war ein Kampf und heutzutage ist mehr ein Kunst, ein Gesundheitsübungen geworden. Qigong hat mit innere Energie zu tun und diese Energie arbeitet nicht nur für Gesundheit, dient natürlich auch für Kampfkunst. Eigentlich suche ich ja eher was mit, sagen wir mal, mehr Action. Mehr Action? Dann Sanda. Sanda ist ein chinesisches Kampf, Vorkontaktkampf. Das ist ein moderner Kampf. Es zählt nicht zu einer chinesischen traditionellen Kampfkunst, sondern modern und direkter Kampf mit Armentechnik, also Fausttechnik, viele Beintechniken und zusätzlich noch Wurftechnik. Das ist ziemlich kompakt, dieser Kampf. Was macht Ihre Schule so besonders? Im Wushu-Zentrum bieten wir sehr vielseitige Kampfkünste an. Zahlreich. Faustform, verschiedene Stile, Waffenform, Stock, Speer, Säbel, Schwert, Kette und so weiter. Und wir trainieren unsere Schüler zwar etwas streng, aber wir versuchen alle unser Wissen den Schülern zu geben und wir lieben unsere Schüler. Vielen Dank. Die Schule setzt hohen Wert auf ein familiäres Klima. Deshalb organisiert sie jährlich Trainingslager in der Natur und Reiseferien nach China. Den Schülern wird somit einen tieferen Einblick in die Tradition und Kultur des Kung-Fu-Ursprungs ermöglicht. Wie lange besucht ihr das Wushu-Zentrum und in welchen Formen werdet ihr unterrichtet? Ich komme jetzt etwa seit 14 Jahren daher und trainiere vor allem Zhang Chuan, Schwert, Speer, also Wettkampf und Sanda. Also ich mache jetzt schon seit 7 Jahren Kung Fu machen.
Fehlformen. Das ist unterschiedlich, Sechenstock, Kunstformen. Was gefällt euch besonders an dieser Schule? Eigentlich alles. Die Atmosphäre. Es ist ja, für mich fast wie eine Familie. Und ja, es ist eine Herausforderung für mich. Ich mache einfach gerne Kung Fu. Und die Lehrer sind auch ganz super. Also wir gehen hier auch ins Lager. Wir treffen hier auch Kollegen. Was möchtet ihr in Zukunft noch lernen? Speer. Das sicher mal und Drunk-Style, vielleicht noch ein paar traditionelle Stile. Und vielleicht mal Lehrer werden hier oder einmal dem Lehrer helfen. Und über mein Ziel wäre mal eine Weltmeisterschaft zu machen. Vielen Dank. Kuyang-Sia. Ja, vielen Dank. Jungs. Also, ja, ist gut. Also. Ich verrecke, wenn ich das zusammenschneide. Okay. Ja. Ist immer noch gut? Ja. Okay. Also, du kannst schon lachen, ist easy. Merci vielmals. Jungs. Ja. Das ist eh falsch.